Jo, und was geht, euer Karasu Tengu wieder hier back am Start mit einem Dragon Ball Video. Und zwar geht es um die Story, es gibt schon einige Videos da draußen, um die Story von der, ich nenne es mal einfach Anheizer-Anime-Serie zu berichten. Und zwar sprechen wir natürlich, oder sehr viele sprechen jetzt davon, von den Prison Planet Arc Saga, die von Dragon Ball Heroes abgeleitet wird. Und es wird ja, so wie es aussieht, ab 1. Juli eine kleine Miniserie, ich denke mal so ein OVA, der das ganze Spiel mit anheizt und die Story so antreibt, natürlich auch das Spiel zu promoten, ne, um hervorzuheben. Und vielleicht entwickelt sich auch noch etwas weiter, vielleicht sehen wir noch einige andere OVAs, werden wir aber alles sehen. Natürlich kommt es darauf an, wie diese Sache ankommt. Und zwar, auf was ich jetzt hinaus wollte, ist natürlich die Story. So, kommen wir aber zu dem kleinen Story-Inhalt. Und zwar möchte ich nur ein bisschen so die Handlung erzählen und den Prolog und die einzelne Mission, was da passiert, ne? Also wir haben erstmal die Handlung, ne? Wir starten erstmal mit dem Prolog. Und zwar wird hier Future Trunks, also den wir aus Super kennen natürlich, ne? Der mit Vegeta und Son Goku gegen Zamasu gekämpft hat. Der wird mit Future Mai aus der Zukunft kommen, in die richtige Zeitlinie, also in die Zeitlinien, die wir kennen aus Super, und wird versuchen, oder er möchte gerne mit Vegeta und Son Goku weiter trainieren. Das ist erstmal so der Prolog, die Einleitung zu dem Anime, und der wird heißen der erste Dragon Ball. Und hier geht es natürlich um die Dragon Ball. Wir müssen jetzt mal die Vorgeschichte zu dem ganzen Universal Saga ein bisschen ankitzeln. Und zwar gibt es im Dämonenreich einen neuen Bösewicht, und zwar der Mishikabura. Wir wissen ja alle, dass die aus dem Dämonenreich geboren werden aus den verfaulten oder die auf dem Boden liegenden Früchten von den Kaiju-Baum. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht, über die Geschichte der Kaiju-Shin. Könnt ihr mal abstecken, da werde ich nochmal alle beiden Faktoren oder alle beiden Rassen, könnte man sagen, ergänzen. Und jedenfalls ist der ein mächtiger Zauberer und er versucht mit den neuen in Dragon Ball Heroes eingeführten Dark Dragon Balls die Macht zu erlangen und natürlich sich was zu wünschen. Und er hat mehrere Bösewichter, die wir halt aus Filmen und aus Serie kennen. Freezer ist dabei, Broly ist dabei, Buu ist dabei. Ist nochmal so eine extra Story, aber nur mal grob angeschnitten. Jedenfalls geht es darum, dass er die Dragon Balls sammeln will, dann den Dark Shenlong rufen möchte und damit seinen Wunsch erfüllen möchte. Das ist erstmal so der Grobe. Und daraus resultiert dann natürlich diese Story oder der Prison Planet Arc Saga. Die ist da halt mit drin in das ganze Große. Das ist eine riesen Story, ne? Und darin gibt es dann mehrere kleine Arcs oder Saga. Wie halt bei Dragon Ball Z zum Beispiel. Da gibt es ja auch Dragon Ball Z, der Oberbegriff. Und dann die kleineren einzelnen Sagen. Und hier ist es genauso. Und hier haben wir einmal den Prison Planet Saga, die da drin mitspielt. Und die Vorgeschichte habe ich ja eben gesagt. Es geht halt um den Bösewicht, und der die Dragon Balls haben will. Ne? So, dann ist ja natürlich, wie gesagt, die erste Überschrift First Dragon Ball, also der erste Dragon Ball. Und hier ist ganz wichtig, Vegeta und Son Goku trainieren bei Whis weiter. Ne? Und Goku sagt dann auch noch, das ist sehr interessant, sagt dann zu Vegeta, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis er den Ultra-Instinkt gemeistert hat oder hervorgebracht hat. Und in dieser Zeit kommt dann Future Mai und der Fu, den wir erkennen aus Dragon Ball Xenoverse, der ist natürlich hier auch ein Haupt, könnte man sagen, Gegner. Man weiß nicht genau, ob er wirklich böse oder gut ist. Er hat halt böse Absichten, das ist schon mal klar, auch in Dragon Ball Xenoverse hat er böse Absichten. Er versucht halt aus Spaß die Zeit zu manipulieren und findet es halt dementsprechend sehr lustig. So, jedenfalls kommen die zurück und sagen dann, ja, Trunks ist seit langem nicht mehr aufgetaucht, er hat sich nicht mehr gemeldet. Das letzte Zeichen hatten wir von dem Prison Planet, wo er sich aufgehalten hat, und seitdem ist er halt weg. Und die fordern halt Goku und Vegeta auf, ihnen zu helfen, mitzukommen, mitzuhelfen. Und das machen sie natürlich, ist ja ganz klar, ne? So, dann haben wir eine kleine Passage mit dem Manga-Teaser, was ich eben angesprochen habe. Wenn man jetzt den Manga-Teaser oder den Manga generell mit einberücksichtigt und natürlich die Filme und so, also die kleinen Trailer zu dem Spiel, dann haben wir hier eine kleine Szene, und zwar auf dem Weg dahin wird nämlich Cooler nochmal gezeigt, der Future Trunks aus dem Gefängnis rettet und ihm sagt, komm bitte mit mir mit, folge mir. Und währenddessen Goku und Vegeta natürlich und Future Mai, er wird abgefangen, also Goku Zeno fängt die Gruppe ab und realisiert erstmal, da ist ja noch ein Son Goku, ne? Und sie kommen dann gleich im Gespräch, und er sagt natürlich, dass er Super Saiyan 4 kann, und der andere Goku sagt, er kann Super Saiyan Blue. Also jeweils von beiden wissen nicht von den anderen seine Form, also seine Endform,
Und das ist sehr wichtig, weil es dann nämlich später zum Kampf kommt. Dann sehen wir noch im Manga-Teaser, dass Super Vegeta natürlich auch ein böses Ki spürt. Und das in Richtung von Trunks und Trunks herkommt, was sehr gefährlich ist. Aber ich denke mal, das wird an Cooler liegen, weil Cooler hat ja eigentlich ein böses Ki. So, das ist erstmal so der grobe Schnitt von dem Anime, also wie die Story wohl womöglich verlaufen wird. Dann gibt es natürlich noch Einzelheiten, wenn wir das Spiel mit einbeziehen, also wenn wir vom Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, die beiden Sachen, also Universal Mission 1 und Universal Mission 2 berücksichtigen und mit einbeziehen, können wir erahnen, wie die Story im Detail aussieht. Wer es nicht hören möchte, müsste jetzt aufschalten und später nochmal einschalten, weil ich werde jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Also wer nicht gespoilert werden möchte oder generell den Manga noch nicht gelesen hat, der müsste jetzt generell abschalten. Also Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Kommen wir aber zu dem Detail dieses Videospiels. Ne? Also im Videospiel haben wir natürlich auch Einzelheiten, die wir natürlich projizieren können auf den Anime, wie er wahrscheinlich ablaufen könnte. Es ist nur eine Vermutung, es muss natürlich nicht so sein, ja, erstmal ganz grob gesagt. Und zwar, wie ich schon sagte, wird Future Trunks mit Future Mai in der Zeitlinie mit der Zeitmaschine reisen. Dann wird er Vegeta und Son Goku treffen, er will natürlich von ihm trainiert werden. Sie trainieren ein bisschen, ne, auf Beerus Planeten. Ist es so, dass Fu die ganzen Dragon Balls sammelt, ne? Also er ist überall, er kann ja auch durch die Zeit reisen, ohne halt eine Zeitmaschine zu benutzen. Das ist ja das Gefährliche an ihm. Oder er besorgt sich die Dragon Ball, um halt einen Wunsch zu äußern. Und dann sieht man kurz einen mysteriösen Saiyajin, der halt in seiner Zwangsjacke ist, ne? Und lange Haare hat, eine Maske auf hat und dann sehen wir halt leere Augen. Wahrscheinlich kennen viele aus dem Trailer dieses Wesen. Man weiß nicht, welches Saiyajin er ist. Man weiß auch nicht, wo er kommt. Wir wissen nur, dass er von Fu gewünscht wurde von den Dragon Balls. So, dann wird es, also im Spiel ist es dann so, dass Trunks auf einmal verschwindet auf den Gefängnisplaneten, also auf dem Prison Planet eingesperrt wird. Und Goku und Vegeta und Future Mai wollen ihm helfen natürlich, ne? Und die Gruppe bewegt sich dann auf den Gefängnisplaneten und erreicht Barbari. Das ist so ein Kettenplanet, also das sehen wir wahrscheinlich auch oben, wenn ich kurz nochmal einblenden kann, sehen wir natürlich so eine Planetenreihe, die halt ein bisschen so verkettet ist. Das ist Barbiri, der verkettete Planet. Und darauf werden sie, nämlich Goku Zeno treffen, der wiederum Fu dabei erwischt hat, wie er die Zeit manipuliert hat. Und als die beide Gokus natürlich aufeinandertreffen, hatte ich ja oben schon erwähnt, kommt es natürlich zum Schlagabtausch. Ne? Goku und Goku Zeno kämpfen gegeneinander, worauf sich dann Goku in Super Saiyan Blue verwandelt und Goku Zeno in Super Saiyan 4. Dann ist sehr wichtig, was ich schon mal angesprochen habe, ist, dass Goku Super Saiyan Blue Goku Zeno Super Saiyan 4 besiegt. Und Goku Zeno stellt dann fest, dass Goku einen Schritt ihm voraus ist. Und darauf schließen natürlich sehr viele Fans, ja, also Super Saiyan doch höher als 4. Kann man annehmen, man weiß aber nicht warum, wieso, weshalb es resultiert oder warum er das sagt. Das erfahren wir leider nicht. Er erklärt dann auch, dass er Fu natürlich, wie gesagt, auf einem fremden Planeten erwischt hat, wie er die Zeit manipuliert oder wie er sein Unwesen da treibt. Und Fu taucht auf und erklärt, dass dieser Planet mehr eine Experimentstätte ist. Er versucht da Experimente durchzuführen. Und natürlich auch ein Gefängnis ist. Daher kommt natürlich der Name Prison Planet. So, und dann erklärt noch Fu, dass er Trunks entführt hat, auf den Planeten gebracht hat und eingesperrt hat. Aber er auch sagt, es gibt eine Bedingung, um ihn zu befreien. Und zwar müsst ihr die Dark Dragon Balls sammeln. Also die mysteriösen, noch mysteriösen, an diesem Anfang natürlich noch die mysteriösen Dragon Balls, die jetzt erst natürlich eingeführt wurden mit den Dark Shenron. Und diese 7 Bälle müssen sie finden, um halt Trunks zu befreien. Und unwissentlich hebt Son Goku Zeno den ersten Dragon Ball auf, weil er war nämlich ein Wächter. Also jeder Dragon Ball einen Wächter, wo er zugeordnet ist. Darum ist auch Kid Buu und Broly haben auch den Dragon Ball in sich drin, weil die so gesagt die Wächter diese Sachen sind. Daraufhin flieht dann Fu, bevor er weiter natürlich befragt werden kann. Sie wollen ihn dann wahrscheinlich noch ausquetschen. Dann ist wichtig, in der Spieleröffnung sehen wir Future Trunks, der sich in Super Saiyan verwandelt und mit Fu kämpfen möchte. Cooler unterbricht aber diesen Kampf und darauf schließt sich Trunks und Vegeta und Son Goku, wieder an. Und darauf verwandelt sich Trunks dann in den Super Saiyan Rage, ja, in den wir aus Super kennen. Das war es dann mit der Universal Mission 1.
die grobe Zusammenfassung, was in diesem Spiel passiert, also in den Ableger des Spiels oder in der Mission des Spiels. Dann gibt es aber auch noch Universal Mission 2. Diese beginnt ganz einfach, indem Goku, Vegeta und Beat, Son Goku trainieren und treffen dann auf die Galaxy Soldiers. Die bestehen aus Bojack, seiner Gang, also Bojack und Bido heißt der, glaube ich, und dann Kugo und Zangia. Beat verwandelt sich dann in den Super Saiyan Blue, kämpft gegen Zangia, Vegeta kämpft gegen Bido und Kugo kämpft gegen Kugo. Future Trunks und Cooler arbeiten zusammen und greifen Kugo von hinten an. Und doch kommt jetzt das Gefährliche. Und zwar taucht der böse Saiyajin, also der mysteriöse Saiyajin, den wir aus Mission 1 erfahren haben, dass Fu den sich erwünscht hat. Der taucht auf einmal auf und alle werden sofort illuminiert, weil er so eine krasse Macht und Kraft ausstrahlt. Und beide Super Saiyajins, also Goku und Vegeta, gehen sofort in den Super Saiyajin Blue. Beat ist ja schon im Super Saiyajin Blue und Trunks verwandelt sich wieder in den Super Saiyajin Rage. Und beide oder alle drei oder alle vier stellen sich dann diesen mysteriösen Saiyajin. Goku feuert dann ein Kamehameha ab, Vegeta ein Final Flash und Trunks ein Burning Attack. Kennen wir ja alles, ne? Die Hauptangriffe der Kämpfer. Dann kommt es kurz zum Schlagabtausch von Cooler gegen Trunks Future und er offenbart erstmal Trunks, dass er auch die Golden Freezer Form beherrscht, also Golden Cooler beherrscht, und er kämpft natürlich gegen Future Trunks und feuert eine Supernova auf ihm ab. Ja, während diese ganzen Kämpfe kommt es dann natürlich, dass der böse Saiyajin den anderen zwingt oder hauptsächlich Goku zwingt, eine neue Transformation durchzumachen. Und nachdem natürlich Cooler in seine Golden Form gegangen, also in den Cooler, Golden Cooler, Goku sich in den Super Saiyan Berserker Form verwandelt, eine richtig krasse Form, muss man ehrlich sagen, habe ich oben mal ein paar Bilder eingeblendet. Hier ist die Berserker Form, die ist so annähernd, wird beschrieben, wie die Form von Broly in Super Saiyan 2, also Super Saiyan 2 in der Broly-Version, also richtig krass, ausrastungsmäßig und dann auch mit schwarzen Blitzen, richtig krass. Und er wird dazu gezwungen von dem bösen, mysteriösen Saiyajin, also er muss eine Macht haben, die es ihm erlaubt, andere Charaktere oder andere Kämpfer zu manipulieren, zu übernehmen oder sonst dergleichen oder irgendwie zu steuern. Richtig krasse Sache auf alle Fälle. Nachdem Goku sich dann in diese Form verwandelt hat, unterbrechen Cooler und Freezer ihren Kampf, Cooler und Trunks ihren Kampf und helfen Vegeta und Future mal gegen den bösen Saiyajin. Alle vier kämpfen dann gegen ihn und Golden Cooler und Saiyajin Blue Vegeta schaffen es dann, Goku von diesen Gehirnwäsche, könnte man sagen, oder von der Besessenheit des bösen Saiyajin zurückzuholen. Und Goku geht dann in seine Grundform. Und das ist dann auch das Ende dieser Universal Mission 2. Sehr coole Sache. Also, wie gesagt, in etwa könnte sich so die Saga abspielen oder der Anime abspielen. Es wäre auf alle Fälle sehr geil, wenn sie beide Universal Mission 1 und 2 mit einbeziehen in den Anime. Es als Anime verpacken. Richtig geile Sache. Und dann noch mit so einem mysteriösen Super Saiyajin oder mit so einem mysteriösen Saiyajin allgemein. Richtig krass, würde mich sehr freuen drüber. Aber was haltet ihr denn so von der Story? Wie gefällt sie euch? Ich habe jetzt mal so hauptsächlich grob angeschnitten, außer jetzt aus dem Spiel. Das war natürlich detaillierter aus dem Spiel. Könnt ihr ja mal drüber diskutieren und in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt, über diesen Anime. Wird er so geil, wenn sie alles mit einbauen. Ja, dann natürlich, wenn euch alles gefallen hat, wie immer Like, Abo, wisst ihr ja. Ein bisschen Support wäre echt geil von euch. Und dann bin ich natürlich erstmal wieder raus und ciao. Hold up.